So, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich habe mir die Schraubenzieher geholt. Wir machen jetzt Standfüße. Oh, ich werde euch mal hier rumholen dafür. An den neuen TV. Ich habe den jetzt hier auf dem Tisch liegen. Bis jetzt brauchte ich doch keine zwei Mann. Also brauchte ich nicht zu zweit sein. Das ging jetzt alles einwandfrei. Was ich euch da auf jeden Fall empfehle, ist, wenn ihr so wie ich, da steht ja noch, da seht ihr noch den Karton liegen, den ihr komplett auseinandergenommen. Da ist einmal noch so ein Styropor, was den Bildschirm schützt. Das ist im Karton drin. Nehmt das raus und legt euch das unten auf den Tisch runter. Dann habt ihr auf jeden Fall, dann seid ihr da unten auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, hier mache ich jetzt, zieht ihr einmal unten komplett aus. Ich habe den silbernen, so wie es aussieht. So, jetzt habe ich jetzt immer komplett weggezogen. Ich lasse das natürlich hier geschützt und lasse die Folie natürlich oben weiter drauf. Ich nehme jetzt meinen Schraubenzieher, nehme mir einen Standfuß. Ach, da wird es festgeschraubt, okay. Und jetzt muss ich gucken, wie das festgeschraubt wird. Ach, deswegen ist es hier so dreieckig. Seht ihr das? Das geht nur in eine Richtung. Und ich habe genau den richtigen erwischt. Zack, einmal dran. Dann machen wir hier gleich den nächsten auch an. So. Und hakt, das rastet auch richtig ein. Ja, also das ist jetzt wirklich richtig eingerastet. Ich kann es nicht rausziehen. Und jetzt nehme ich mir die Schrauben. Müsste man rein theoretisch jetzt nicht mehr festschrauben, da das ja feststeht, da das eingerastet ist. Aber wie sagt man immer so schön, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Jetzt gucke ich mir auch mal an, was das Anleitungsheft sagt hier. Ich soll Schritt 1, ich brauche einen Schraubenzieher, habe ich zwei Standfüße, 1, 2 habe ich auch, 4 Schrauben sind mit bei, habe ich auch, 2 Mann habe ich nicht, Schere habe ich nicht, brauche ich nicht. Für was soll ich denn da die Schere nehmen? Ach, für die Folie, die da drüber ist, also die da braucht ihr keine Schere. So, Rinn machen habe ich gemacht. Dann soll ich das unten ranschrauben. Viertens. Nicht? Ja. Hä? Ach so, dass der richtig reingeklickt wird. Mit zwei Mann auf dem Sideboard stellen. Nicht überstehen, genau bündig drauf. Also der Fuß soll auf einer Seite nicht über das Sideboard rüberkicken. Jetzt beschlägt mir meine Brille, blockt das. Jetzt suche ich gerade den Schraubenzieher. Ich hatte doch gerade noch den kleineren Schraubenzieher. Wo habe ich den denn hingemacht? Ich habe hier den großen. Ich habe doch eben hier noch einen kleineren gehabt. Bin ich denn jetzt ganz jeck? Was habe ich denn hier? Achso, das sind Imbos. Imbos brauche ich jetzt nicht. Weil ich bin eben immer noch am Umrollen hier von der Wohnung. Ja. Ein Schraubenzieher ist weg. Kann doch nicht sein. Ich hab den doch eben in den Griffel gehabt. Bin ich denn dusselig? Nicht drauf. Ich hab den doch eben, ihr habt es doch auch gesehen, Leute, ich hab den noch in den Griffel gehabt. Der kann doch nicht wegrollen. Kann doch nicht weglaufen, oder? Was ist denn hin? Nee, der ist auch nicht runtergerollt hier. Ach, scheiße. Passt der? Der passt auch. Nur mal den. Das sind zwei Schrauben, die einfach nur festgeschraubt werden. Macht's ja handfest.
Ihr wisst, nach Fest kommt ab. Und das wäre natürlich nicht vom Vorteil. So, ich bin mal gespannt, der wirkt jetzt doch ganz schön groß. Muss ich gucken, wie ich das hier mache mit Platzieren und vor allem mit Kabelei anschließen. Gut. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo mein anderer Schraubenzieher abgeblieben ist. Muss ich gucken. Werde ich bestimmt beim Schneiden des Videos sehen, wo mein Schraubenzieher abgeblieben ist. So, jetzt ist das alles fest. Ich wundere mich, dass ihr die Buchsen runterzieht. Hier, ich habe mein Handy noch eine Buchse. Ey. So. Jetzt würde ich sagen, so PlayStation 4 schön an der Seite. So. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Jetzt stelle ich euch am besten mal hier hin. So. Dann könnt ihr das am besten sehen. So. Der ist überhaupt nicht schwer. So. Und das meinte ich, das habe ich vorhin unter Licht gehabt. Beim Zusammenbau. Und das ist das, was praktisch von außen im Karton ist, um den Bildschirm zu schonen. Legt euch das am besten auf den Tisch. Und macht es dann. So, jetzt nehme ich euch wieder mit. Es ist halt jetzt ein bisschen kompliziert hier alles, aber das kriegen wir alle schon in die Backen. Oh, der ist doch ein bisschen groß. Aber auch noch ein bisschen kleiner, als ich gedacht habe. Also, wenn ich das so sehe, dann passt hier auch locker mal ein 65 Zoll hin. Also, das nächste Mal wird ein 65 Zoll gekauft. Kann ich euch auch nur empfehlen bei Fernsehern. Viele sagen, lasst die Schutzdinger immer drauf. Ich empfehle euch, macht diese Schutzdinger definitiv ab, weil der Fernseher auch eine gewisse Temperatur hat, logischerweise warm wird. Und manchmal kann es passieren, dass der Kleber dann auf dem Fernseher drauf bleibt und dann habt ihr die A-Karte, weil es dann kacke aussieht. So, und ich habe jetzt hier ein A-Klasse Fernsehen. Also der hat Energiesparklasse A, nicht A+, sondern A. Bei der Größe, okay, Wunder. Kilowattstunden, 161 Kilowattstunden, zählt das jetzt im Jahr oder? Glaube im Jahr. Der hat 110 Watt. Keine Ahnung, so ein Ausschaltknopf hat er. Also der hat auch einen Ausschaltknopf, aber was das jetzt mir sagen soll, ich habe keine Ahnung. 139 cm in der Diagonale, also 140 aufgerundet und 55 Inch, also 55 Zoll. Das ist mein neuer Fernseher. So, weg damit. Ja, jetzt hier das Ohr ab, die Folie. Wie sieht denn das aus? Hier haben so schöne Standfüße, hier so eine Folie drum, rum. Hätte ich vielleicht doch auch mal vorher wegmachen sollen, bevor ich... Naja. Kriegt man alles hin. So. Ach, hier oben kann man... Toll, 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 das hätte ich mal vorher wissen müssen. Dass ich hier einfach nur rummachen muss. Mit der Folie? Nee, doch nicht. Ach, das nervt immer hier mit dem Spielzeug hier.
Und der hat jetzt hier, so, viermal HDMI, und zwar den neuesten, den 2.0 HDMI. So, ich schiebe mir den jetzt einmal mal ein Stück nach vorne hier. So, Gummi, genau. So. Und gut, der ist natürlich, wenn man den mal schnell drehen will, ist das schon von Vorteil, wenn man zu zweit ist. Ja, macht sich so definitiv besser. Oh, hier ist ja was zum Anklemmen. Gut. Hat geradet. Nicht zum Anklemmen, was zum Abstützen. Macht sich für die PlayStation-Kamera gut. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sich überhaupt was befindet. Dass ich euch das mal so ein bisschen zeigen kann. Ich mach mal hier einfach euch mal hier ab. Dann kann ich euch das so vielleicht besser zeigen, aber mein Mikrofon wird jetzt kacke sein. So, wir haben hier einmal in der Mitte, das will ich euch unbedingt zeigen, da ist der Subwoofer. Also wir haben hier einen integrierten Woofer. Das seht ihr daran, wenn ich euch hier richtig nah ran mache. Da ist hier so ein, ja, könnt ihr nicht weiter ringucken, da ist so ein, so eine Art Strumpfhose. Ne? Ihr wisst, was ich meine, so ein Netzdings da, Bums, da ist hier da drinnen, dass wir da nicht weiter ringucken können. Wie hier zum Beispiel, hier können wir weiter ringucken, geht jetzt hier nicht. So, Boxen haben wir auch, die sind aber vorne. Dann haben wir hier einmal einen SCART-Anschluss. Oh, hier ist der Aufkleber schon ein bisschen locker. Na, da muss... Da muss ich auf jeden Fall nochmal... Wenn das hier locker ist, guck mal hier. Das ist doof. Also da müssen sie auf jeden Fall nochmal ausbessern. Oder ein bisschen vom Geld runtergehen. Weil ich zahle ja über 1000 Euro für das Ding. So, haben wir hier einmal SCART. Dann haben wir hier oben unseren optischen Output. Den brauchen wir auch. Den brauche ich für meine Aufnahmen und alle drum und dran. Hier haben wir LAN, Service Only, also das wird Kopfhörer sein, denke ich mal. Dann haben wir hier oben USB 3.0 und dann haben wir hier HDMI 4, HDMI 3, seht ihr das? 3 und 4. Ja, nee, da ist Kopfhörer, sehe ich gerade. Der weiß ich nicht, da muss ich mal nachlesen, für was der ist. Wenn ihr, oben, wenn ihr auch einen Grund nicht habt, dann könnt ihr mir sagen, wofür der sein soll. Und dann haben wir hier, seht ihr, Satellit steht hier oben. Und da haben wir hier SAP und immer normal. So, dann auf der Seite haben wir nur den Ausschalter, da aus und an. Da ist da nichts mehr, hier nichts. Dann haben wir hier oben in dem Schacht, da ist Platz für den, da seht ihr, CI-Slot, haben wir zwei CI-Slots und hier vorne haben wir dann nochmal ein HDMI, USB 3.0, einen normalen USB und nochmal HDMI und HDMI. Jo, das sind unsere Anschlüsse. Und ich werde das jetzt mit euch auch gleich mal passend anschließen. Und dann werden wir uns gleich mal das Menü auch noch mal angucken. Hier hört ihr alles mit dazu. Ich überlege gerade. HDMI 4 ist ARC. Gut. Da leite ich auf jeden Fall Ligabo ran, weil da kannst du meistens mit ARC irgendwie irgendwas machen. Was sind das hier oben? Halt noch was, sehe ich gerade. Ach, laut und leise.
Laut und leise. Ich würde aber gerne mal wissen, haben die Fernseher heutzutage keine Knöpfe mehr an der Seite? Weil meine hat noch ein paar Knöpfe, also so Tasten. Da kann laut, leise, vor, zurück. Weiß ich nicht. Würde ich teufeln. Puh, jetzt überlege ich gerade, wie schließe ich das an? Das wird ganz schön knapp jetzt. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Oh cool. Das werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Vom Kabel. Ach, das ist am Kabel direkt dran gemacht. Coole Sache. So. Man müsste da definitiv aufpassen, wenn ihr dazu eben einer seid wie ich jetzt, damit ihr da definitiv nichts kaputt macht. So, ich werde den Strom aber jetzt noch nicht anschließen, ich werde erstmal die Kabelei ranmachen. Aua. Ja, jetzt komme ich hier oben an meine Kante ran. So. Puh, ja. Das war mit dem 42 Zoll ein bisschen einfacher, hier irgendwie was zu machen. So, dann nehmen wir als erstes mal den LAN-Anschluss. Dann brauche ich den optischen. Weil die sind hier dicht nebeneinander. So, shit, welcher Wahnsinn, der jetzt hier hochgeht? Das ist der, scheiße, kacke, hoppala, achso, der geht ja noch zu einem anderen Gerät, geht der ja auch noch. Ach, Mist. Ich habe nicht reingeschrieben, was was ist. Werden wir einfach doch den Fernseher nochmal schon anmachen, weil sonst weiß ich nicht, wo was ist. Komm nicht mal unten an die Steckdose ran. So, jetzt. Oder? Doch, bin dran. Boah. Oh, hier. Also da müsst ihr aufpassen. Ey, wir kommen ja nicht mal unten an die Steckdosen ran. Achso, jetzt brauche ich ja noch hier. Damit gehen wir nicht schlecht. Ich habe auch Gott sei Dank kein Licht außen am Fernseher jetzt, was mir zeigt, dass er an oder aus oder was weiß ich ist. Das geht mir nämlich immer tierisch auf den Puffer, sowas. Ich habe aber nicht an der Fernbedienung. Was ist denn da überhaupt dran? Doch, das ist doch die, sonst würde doch das ja nicht da hinten hingehen. Bin ich bescheuert. Kann ja auch nicht angehen. Wenn man nicht den Powerknopf drückt. Ach doch, dann habe ich eine LED. Ich hoffe, die kann man ausschalten.